vergeblich versucht, mir die SARS beizubringen. Wir haben dann überlegt, dass wir das als Projekt mit reinnehmen. Es sind dazugekommen Valide mit der Kamancha. Das ist eine Spießgeige. Sie werden nachher hören, was für tolle Töne aus diesem Instrument herausgeholt werden können durch ihre meisterhaft spielenden Finger. Sie werden Rahman erleben aus Aserbaidschan und lassen sich einfach mal fangen von der Musik aus Aserbaidschan. Es fiel mir am Anfang nicht leicht, ich gestehe es zu, aber man findet einen Zugang. Toll, lassen sich überraschen. Zusätzlich ist noch Miriam Neiking da, auch sie ist mit in diesem Projektteam. Und letztendlich Bo, der gleich auch noch sie gesanglich bzw. ein wenig rhythmisch unterhalten wird. Alles zusammen, Saskins Gitarre, haben Sie Verständnis? Wir sind keine Profis, aber wir geben uns Mühe. Die Eingänge sind im Zug. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig ein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen. Falsch. Ich war falsch. Ich war richtig. Ich seh ihr noch. Ich war richtig. Valide sagt, ich war richtig. Ich habe bloß an der falschen Stelle aufgehört zu singen. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regenrauch verschwimmen. Meine Augen haben schon jeden winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillern wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit vor Grenzen
darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.